Es gesinnt der Hate. Shalom Aleichem, ich bin Sura Rochel Schechter und ich bin Ivi Achnewitz. Seid begrüßt zu unserem Kochprogramm Es gesinnt der Hate. Wie ihr seht, reden wir sich schon auf Pirem. Auch auf Pirem. Und wir wollen Hand machen auf Pirem-Siede. Die Rezepte sind basiert auf einem neuen Kochbuch, The Yiddish Family Cookbook von Brüche Weingraut. Das ist basiert auf einem alt-jiddisch Kochbuch, das heißt Jewish Cookbook. Jewish Cookbook oder auf Jiddisch. Das Familienkochbuch von 1914, gedruckt geworden in New York. Das ist sehr ein interessantes Buch. Sehr interessant, folkloristisch und linguistisch. Und kulinarisch auch. Kulinarisch auch. Die Sprache ist wirklich sehr interessant. Ich habe euch gebracht, das Lexikon, die Gewichsenwelt auf Jiddisch, weil als man guckt in alte jiddische Kochbücher, ist es sehr nützlich, zu können kontrollieren alle Ingredienten. Richtig. Das Hand, was wir machen, Essigfleisch, euch bekannt wie Sojafleisch. Und ich will machen zwei Beigerichte, euch von dem Buch. Ich will machen einen Kartoffelkegel oder wie es heißt bei Bräun, Kartoffelpudding. Und ich will euch machen Strichkes oder wie sie heißen bei Bräun, String Beans. Gut. Ich will wegen anwecken ein Stück Bräut in Wasser. Ich habe liebsten jetzt ein heimgemachte Bräut. Ich mache mein Bräut allein, aber ihr kennt nicht, was für ein Bräut ihr wollt. Ja, aber schau, es meint sich, sei so, geht es zu schnell die Kartoffel, die Zwiebeln. Ab mir so? Ja. Ist gut. Jetzt ich zu schnell das auf Stückchen, ich zerrasse es auf Stückchen und lasse es weg. Dabei haben wir einen Topf, das wir gehen an Antin Wasser und Fleisch, das ist Rindfleisch, das ich habe zerschnitten auf kleine Stückchen, an dem 1 Inch der Größe. Sie ist das Brust. Ich weiß, dass viele nicht wissen, was ich im Geschäft heißt das Stew-Beef. Man nutzt es auf Chund und andere Gerichten. Der Mechaber oder die Mechaber, der wir wissen nicht, er oder sie heißt Hey Bräun, hat gesagt, dass nicht welches Fleisch. Richtig. Das heißt, das ist ganz wertvoll. Es haben wir angetan, ein Viertel Teppel Wasser mit dem und jetzt wollen wir angetan, die Zwiebeln. Und mit Tee rein nicht kein Fett? Nein, im Ganzen nicht kein Fett. Es ist schon du Fett in dem Fleisch. Gut, dann haben wir erst geendet die Zwiebeln. Lassen wir das auch an, Tina, her. Jetzt gehe ich abbacken die Kartoffeln. Ich habe da 4 Kartoffeln. Als man backt auf Kartoffeln, man will sie so sein Geschmack, backt sie in einem gewöhnlichen Ofen, in einem normalen Ofen. Und stärkt sie nicht dadurch. Sie wollen nicht aufreißen. Backt sie, wie sie stehen und gehen, auf die Gratis. Gut, also wir gehen jetzt aufkochen das Fleisch mit der Zwiebeln in ein bisschen Wasser und Bäumel, wir dürfen nicht kein Bäumel. Und wir gehen lassen, bis das Wasser wird sich auswerfen. Also das Fleisch hat sich jetzt gut gebräunt. Sie nehmen nach dem 8 Minuten. Also jetzt wollen wir anziehen, die Psummen. Das ist Zucker, 2 Löffel Zucker. Das ist ein Saft, sicher. Ja, und das ist ein süßen säure Machel. Und Essig, ich nutze rote Weinessig. Bei Bräun steht, also sag jüdische Weiber haben lieb Säuersalz. Ja, ja, ich nutze Essig, weil ich habe lieb den Tarn. 2 Lorbeerblätter. Und englische Pfeffer. Und jetzt weil ich nehme das Bräut, das mir im gewägten Wasser, ausquetschen das Wasser, also ja, und dann hat ihn ein wenig. Das wird das machen ein bisschen gedächter. Mischen. Und ich schmecke schon in dem Psummen, in dem Essig. Und jetzt wird man es anstellen in den Ofen auf 350 Grad, eine halbe Stunde oder 45 Minuten, bis das Fleisch wird weich. Und das ist die ganze Sache. Jetzt lassen wir es jetzt anstellen in den Ofen.
Jetzt habe ich schon 4 abgebackene Kartoffeln. Die abgebackene Kartoffeln schmecken als Geschmack. Ja. Gehe sie abschälen. Und ich gehe sie zu quetschen mit der Gabel. Und nachdem will ich zerschlagen die Weißlich von die Eier. Der Rezept ist gicher ein Soufflé von Kartoffeln, leider ein Kegel von Kartoffeln. Richtig. Nicht du kein Zibbele in dem. Nicht du kein Zibbele. Man jetzt schön abgebackene Kartoffeln, nicht keine reue Kartoffeln. Richtig. Und man macht das Schnee von der Weißlich und es wird bei einem Soufflé. Es ist sehr Geschmack. Kannst du die abschälen von mir, die Kartoffeln? Ja. Steuer. Und ich will machen einen Schnee von der Weißlich. Kannst du mir reagieren, das Beitsch? Jetzt könnt ihr es machen in einer Mischmaschine, aber es ist gering und gemacht, also gehe ich das zu tun mit der Hand. Jetzt ist das schon ein Schnee. Das Jahr haben wir uns gehört, das sagt Schnee, weiß man geht, wie es ist. Wir kennen geht dem Tarm, ja. Und du hast jetzt schon die Kartoffel geschält. Ich gehe ein Löffel. Ich gehe sie zu quetschen mit der Goppel. Und dann sind sie gequetscht. Kartoffeln sind die einzige Sache, was man hier nicht mischen in keine Mischmaschine. Richtig, das wird sehr nicht angenehm. Es wird sehr nicht angenehm. Aber Kartoffel darf man reiben mit den Händen, sie quetschen mit den Händen, tun was man will mit den Händen. Jetzt sind sie gut gequetscht, ich gebe sie 4 Löffel Kokosschmalz. Der Rezept ist sehr Geschmack, oder mit Bitter oder mit Schmalz. Und ob man will es machen, Paare, es ist besser zu nutzen Kokosschmalz, was ist natürlich. Und es hat nicht kein falsche Fett, das ja. Ist sehr wichtig. Verstehe ich, Bäumel ist auch gut. Ihr kennt es euch in den Geschäft, kennt ihr nicht ein Bäumel, aber das ist, macht einen speziellen Geschmack. Die 3 Rezepte, was uns gehen, wir machen Hand, sind alle puschete Rezepte. Ja. Und was puschete der Rezept, als wichtiger zu nutzen die Geschmacksingredienten. Tier rein 4 Löffel Kokosfett. Und die Gelchlich von den Eier. Die Eier haben wir früher zerteilt, abgesundert. Misch das gut aus, so kannst du mir mischen ein bisschen. Und ich tue ein bisschen Salz. Leute Eier haben. Und ein bisschen Pfeffer. Weißpfeffer ist gut, in einer weißen Sache, also wie Kartoffel. Ein bisschen Paprika. Und da ist etwas Interessantes, ein bisschen geräucherte Paprika. Ja. Das ist sehr stark. Sehr stark, nur ein bisschen. Nur ein klein bisschen. Gibt es einen Tarm, also einen geräucherten Tarm, also wie auf einem Grill, auf einem Barbecue. Gut, jetzt stellt hier herein ein Drittel von dem Weißlich, so wären leicht. Ich mische das gut aus. Und jetzt stellt die übrige Weißlich, gehe ich falten wieder rein. Und ruchelt, sie kannst du von mir unterschmieren das Fendel mit der Kokosbäumel? Ja. Steuer. Ja. Ich gehe falten wieder rein, die Weißlich. Sehr zärtlich. Sie sollen bleiben leicht. Okay. Und ich will das verschieden von euch mit noch ein bisschen Paprika, so sein schön. Okay, und? Kick wie schön. Oh, sehr schön, Steuer, ruchelt. Ich habe angewärmt den Ofen auf 375 Grad und ich gehe das reinstellen, wird es abbacken auf 45 Minuten. Äfter auf 35 Minuten mit einem Kickteam. Jetzt habe ich kochendes Wasser, hier rein ein bisschen Salz. Ich wollte es allein gesalzen, sehr liberal, aber da hier rein noch ein klein bisschen.
En du heb ik strichjes. Oder string beans. Ik heb een van strichjes. En ik kook ze op 15 minuten. Die Strichjes haben sich schon gekocht auf 15 Minuten und da habe ich ungewärmte Paternie. Ich ziehe rein ein bisschen Maslinebäume. Ich habe lieb zu sein ein bisschen liberal mit Maslinebäumen. Und die Strichjes nehme ich heraus. A 3-5 Minuten und schön. Wir sagen auf Jiddisch, dass ein Sommer Sachum und Sommer noch ein Pieren. Ah, ja. Ich bin das, ich. Ah, Gedalia, das ist Eve. Eve, das ist Gedalia, mein Sinn. Seht es sehr interessant. Ja. Sehr orange und grün und Ja. Das ist Essigfleisch oder Sojafleisch. Kartoffelsoufflé und Strichkes. Ja, und du haben wir auch Schalachmunis. Was ist, es ist bald Pieren, es greifen wir sich ziehen, sie bringen Schalachmunis. Für mir? Für dir echt, ob du willst. Ich kann es nicht. Na, alles ist also geht. Es ist sehr gut. Ich nenne es just Fleisch. Weil ich bin ein Vegetarier. Ja, aber das Fleisch ist sehr gut. So sehr gut. Ich hoffe, es mir hat alle gut verbracht. Wir wünschen euch einen guten Pieren. Einen guten Pieren. Und esst gesünder Hate.